Würdest du gerne Geld online verdienen und suchst nach seriösen Methoden, um zu den ersten 500 Euro pro Monat zu kommen, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, weil in diesem Video möchte ich dir gerne vier unterschiedliche Plattformen vorstellen, auf denen du seriös Geld verdienen kannst und vor allen Dingen auch direkt zu den ersten Einnahmen kommst. Kein langes Warten, keine lange Anmelde- und Bewerbefrist, sondern nein, sofort geht es los und du kannst das erste Geld verdienen. Diese Methoden hier sind eigentlich relativ simpel, deswegen wundert es mich, dass sich mehr Leute diese Methoden nutzen. Ich zeige euch hier in diesem Video ganz genau, wie die Methode funktioniert, sodass du direkt starten kannst und dein erstes Geld verdienen kannst. Falls dich das Ganze interessiert, dann gib doch jetzt gerne diesem Video einen Daumen nach oben und bis gleich nach dem Intro. Und damit ihr sehen könnt, dass ich das Ganze selbst mache, habe ich hier mal euch ein paar Einnahmen vorbereitet. Zum Beispiel hier habe ich jetzt wieder 102,45 Euro verdient. Immer wieder kommen solche Summen rein, wie zum Beispiel 1,25 Euro, 1,75 Euro, 1,50 Euro, 3,75 Euro und das praktisch nonstop. Auf dieser Plattform hier kann ich jetzt wieder 934,20 Euro verdienen mit 38 Aufträgen, die in meinem Account rumliegen. Und zum Beispiel auf dieser Plattform hier könnt ihr pro Tag 620 Euro verdienen oder 379 Euro verdienen, 400 Euro verdienen oder auch 550 Euro verdienen. Und wenn ihr übrigens mehr von genau solchen Videos sehen wollt, dann würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn ihr diesem Video hier nicht nur einen Daumen nach oben geben könntet, sondern vielleicht auch den Kanal abonnieren könntet. Ihr kriegt von mir jeden einzelnen Tag neue Videos rund ums Thema Geld verdienen. Ihr müsst einfach nur hier auf den Abonnieren-Button klicken und am besten auch nochmal auf die Glocke. Das Ganze ist selbstverständlich komplett kostenfrei. Nehmt euch vielleicht mal eine Sekunde Zeit und tut das jetzt, weil dann seid ihr wirklich immer up to date, was die neuesten und Bestmethoden angeht, um im Internet Geld verdienen zu können. Kommen wir dann zurück direkt zum Thema und fangen wir mit der ersten Einnahmequelle an, also praktisch die Einnahmequelle, wo ich jetzt wieder 102,45 Euro habe, wo ich immer wieder also solche kleinen Summen hier reinbekomme. Das ist die Plattform Eduki. Eduki ist eine Plattform, auf der ihr Lehrmaterialien publizieren könnt. Und ich möchte euch mal so ein paar von meinen Materialien zeigen. Das hier sind Lehrmaterialien, die vor allen Dingen für die Grundschule und für die Sekundarstufe 1 und 2 gedacht sind. Und in meinem Fall habe ich mich vor allen Dingen auf Lehrmaterialien rund ums Thema Mathematik fokussiert. Zum Beispiel hier Mathe, erste Klasse, Anfangsunterricht, Addition lernen. Dann habe ich auch immer so ein paar rund ums Thema Deutsch, aber hier Mathematik, Zahlen ergänzen oder hier Zehnerübergang. Das heißt, alles sage ich jetzt mal, was zum Beispiel dann von 9 auf 10 geht, beziehungsweise 10 auf 20. Und das sind, sage ich jetzt mal, so die Zehnerübergänge, die ich dann mir hier anschaue und auch auf höhere Zehnerübergänge gehe ich dann ein, dann hier Zahlenstrahl, dann haben wir hier Zehnerüberschreitung, dann haben wir hier wieder so ein Komplettpaket und so weiter und so fort. Und wir können uns hier mal eins von diesen Komplettpaketen hier anschauen. Hier zum Beispiel seht ihr mal so ein Cover, das habe ich alles einfach zusammengebastelt in Canva und dann seht ihr mal hier so ein paar von den Materialien. Ja, hier ist natürlich jetzt so ein Eduki-Wasserzeichen drüber, aber ich denke, ihr könnt das dennoch sehr gut sehen, nämlich Minuten und Stunden. Wann nutzt man welchen Begriff? Dann zum Beispiel hier Stunden, einen Tag hat 24 Stunden, Minuten, eine Stunde hat 60 Minuten. Sekunden, eine Minute, 60 Sekunden und so weiter und so fort. Und da hat man hier unten nochmal zwei Uhren, zum Beispiel nachmittags bis mittags und mittags bis nachts. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen weitergehe, dann sieht man hier Übungsblätter, nämlich schreibe die fehlenden Uhrzeiten auf. Und dann haben wir zum Beispiel hier jetzt, sagen wir mal, 5 vor 12. Das heißt, eine Person müsste dann das darunter schreiben und das sind dann so die Aufgaben. Und da gibt es dann ganz, ganz viele von genau solchen Aufgabenblättern und Übungsblättern, die die Kinder nutzen können, um praktisch genau das zu lernen, was ich hier versuche beizubringen. Diese Materialien richten sich natürlich aber nicht an Kinder, sondern sie richten sich an Lehrkräfte, die sie dann an die Kinder weitergeben. Und jeder kann halt diese Materialien hier auf der Plattform verkaufen. Das heißt, ihr müsst nicht zwingend ein Lehrer sein, um über die Plattform Geld verdienen zu können. Das Einzige, was ihr halt, wie gesagt, braucht, ist ein Account und ihr müsst natürlich ein bisschen kreativ sein, um hier auf der Plattform wirklich gutes Geld verdienen zu können. Ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich halt möglichst viele Designs publiziere. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin hier ein bisschen faul. Dennoch kommt hier dennoch schönes Geld rein. Und wenn ihr natürlich mehr Designs als ich publiziert, dann könnt ihr auch mit deutlich mehr Einnahmen rechnen. Also ich bin da eher ein kleiner Fisch in einem sehr, sehr großen Teich. Dann die nächste Plattform wird euch auf jeden Fall faszinieren. Das hier ist die Plattform Textbroker. Auf Textbroker könnt ihr Geld verdienen, indem ihr Texte schreibt. Und die Vergütung ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Nämlich, so sieht das Ganze aus. Wenn ihr 3 Sterne bekommt, das ist praktisch beim Eingangstest, dann kriegt ihr 1,1 Cent pro Wort. Das würde ich persönlich sagen, lohnt sich nicht so. 1,5 Cent kriegt ihr bei 4 Sternen. Würde ich sagen, ist auch nicht unbedingt so interessant für euch. Wenn ihr aber 5 Sterne bekommt, dann kriegt ihr 4,5 Cent pro Wort. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 1000 Wörter schreibt, würdet ihr in diesem Falle 45 Euro für diese 1000 Wörter bekommen. Wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, 5000 Wörter pro Tag schreibt, sprechen wir gut und gerne schon direkt von 225 Euro. Und hier unten haben wir dann auch so einen Rechner, zum Beispiel, wenn ich jetzt 5 Sterne bekomme und ich schreibe also 1000 Wörter, kriege ich 45 Euro.
Euro raus. Und wir machen mal die Rechnung, sagen wir mal, ich schaffe es tatsächlich sogar 10.000 Wörter am Tag zu schreiben, dann können das bis zu 450 Euro hier pro Tag sein, die ihr über die Plattform generiert. Wenn ihr loslegen wollt, dann klickt ihr einfach nur hier rechts oben auf Registrieren drauf, dann sagt ihr, ich bin ein Texter, klickt hier auf Registrieren und dann müsst ihr eure Daten eingeben und anschließend dann, wenn ihr eure Daten eingeben habt, müsst ihr nochmal einen kleinen Text einreichen, der dann vom Textbroker bewertet wird und basierend auf diesem Text kriegt ihr dann ein Rating, seien es 3 Sterne, 4 Sterne oder auch 5 Sterne. Ich persönlich würde auf der Plattform vor allen Dingen arbeiten, wenn ihr 5 Sterne bekommt, weil dann lohnt sich das Ganze meines Erachtens wirklich. Es gibt noch ein Pendant zu der Plattform, nämlich die Plattform content.de. Dort könnt ihr natürlich auch jederzeit Artikel schreiben und könnt damit Geld verdienen. Bei Textbroker sollte man vielleicht noch Folgendes sagen. Also hier könnt ihr euch übrigens das Geld direkt auszahlen lassen ab den ersten 10 Euro und auf Textbroker als auch auf content.de gibt es einen internen Marktplatz, einen internen Pool. Dort könnt ihr euch einfach die Aufträge nehmen. Ihr müsst euch nicht nochmal bei einem Auftraggeber bewerben. Ihr nehmt euch einfach die Texte, arbeitet diese Texte ab und schon habt ihr damit Geld verdient. Deine nächste Plattform ist die Plattform rewards.de. Hier habe ich jetzt wieder auf meinem Account 934,20 Euro, die ich verdienen kann mit 38 Aufträgen. Und bei dieser Plattform könnt ihr Geld verdienen durch zum Beispiel Spielen, könnt Geld verdienen mit Umfragen, Geld verdienen mit Shopping und Geld verdienen mit Online-Tests. Und das Ganze ist wirklich spielend leicht. Und hiermit, denke ich mal, könnt ihr wirklich einiges an Geld nebenbei verdienen. Ich denke, viele Leute unterschätzen tatsächlich die Plattform rewards.de sehr. Ich habe euch meinen Link zu rewards.de in die Videobeschreibung reingetan und ihr könnt euch das Geld, wenn ihr es hier verdient habt, ganz entspannt auszahlen via PayPal. Der Prozess ist simpel. Registriert euch erstmal auf der Plattform, dazu ist ein Link in der Videobeschreibung drin. Dann könnt ihr halt an Umfragen zum Beispiel teilnehmen, wo ihr einfach eure Meinung sagen müsst. Und wenn ihr dann eure Meinung gesagt habt, super, dann könnt ihr genau, sag jetzt mal, durch diese ausgefüllten Umfragen eure Punkte, die ihr auf der Plattform verdient habt, eintauschen gegen zum Beispiel PayPal-Guthaben oder zum Beispiel Amazon-Gutscheine, Google Play Score, Giftcards und so weiter und so fort. Also das, wie gesagt, sind hier so die Möglichkeiten. Und das Schöne ist, dass es halt eigentlich rund um die Uhr hier Aufgaben gibt. Zum Beispiel in meinem Fall sieht man hier, wenn ich jetzt irgendwie Raid Shadow Legends mir herunterlade, kriege ich 16.000 Punkte. Oder hier Dice Streams kriege ich 3.700 Punkte. Oder weiter hier unten, sagen wir mal zum Beispiel, hier kriege ich irgendwie 2.000 Punkte. Dann für dieses Spiel kriege ich 2.100 Punkte und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann ziemlich schnell mir hier diese Punkte zusammen verdienen. Und wenn ich halt diese ganzen Aufgaben hier erledige, die jetzt hier gerade auf der linken Seite sind, dann habe ich einfach mal so damit 934,20 Euro verdient. Und ich denke mal, wenn ihr das alles macht und das Geld euch erstmal einmal ausbezahlt habt und das funktioniert super, das könnt ihr einfach machen via PayPal, dann seht ihr, denke ich mal, auch, dass diese Plattform hier meines Erachtens komplett underrated ist und dass man hier deutlich mehr Geld verdienen kann, als die meisten Leute denken. Dann eine nächste Plattform, die ich auch nochmal total interessant finde, ist die Plattform Malt. Auf Malt könnt ihr als Freelancer arbeiten. Das heißt, wenn ihr mit einer Sache oder einer Sache richtig gut seid, dann könnt ihr hier loslegen und könnt eure Dienstleistung hochpreisig anbieten. Hochpreisig soll bedeuten, dass Leute euch zum Beispiel für einen Tag buchen können und das kostet dann, sagen wir zum Beispiel, 800 Euro. Und wenn ihr jetzt euch auf der Plattform hier ein bisschen umschaut, dann werdet ihr sehen, dass es bereits einige sehr talentierte Freelancer gibt. Das Ganze ist eine Plattform, wo man wirklich sagen muss, die ist ziemlich hochwertig und vor allen Dingen auch sehr kompetente Leute sind hier auf der Plattform. Das heißt, es ist gut für euch und es ist natürlich auch gleichzeitig gut für die Auftraggeber, die sich hier auf diese Plattform bewegen. Und ich gebe jetzt mal einfach das Keyword SEO hier ein. Das heißt, ich suche nach jemanden, der sich auskennt mit Search Engine Optimization. Da gibt es natürlich haufenweise Leute und die wollen dann zum Beispiel solche Summen wie 400 Euro pro Tag, 800 Euro pro Tag oder auch 550 Euro pro Tag. Und wenn ihr sagt, ich kenne mich auch mit diesem Thema richtig gut aus, dann könnt ihr Folgendes machen. Nämlich dann könnt ihr hier rechts oben auf Account erstellen draufgehen. Übrigens, ich war natürlich jetzt hier ein bisschen vorschnell und habe gesagt, SEO, da kann man viel Geld mit verdienen. Ihr könnt auch in allen möglichen anderen Nischen Geld verdienen. Das heißt, wenn ihr hier oben zum Beispiel auf Freelancer drauf geht und ihr schaut euch vor allen Dingen hier mal die ganzen Kategorien an, die es gibt, dann werdet ihr feststellen, dass es halt ganz viele Dienstleistungen gibt, die ihr anbieten könnt. Ihr müsst nicht im Bereich SEO sein. Es gibt ja unzählige unterschiedliche Themenbereiche, in denen ihr euch bewegen könnt und wo ihr halt gebucht werden könnt und auch dementsprechend Geld verdienen könnt. Ihr müsst einfach nur hier rechts oben auf Account erstellen draufklicken, dann sagt ihr, ich bin ein Freelancer, das heißt die Option hier unten, die zweite, und sobald ihr das dann getan habt, könnt ihr sagen, was ihr seid, zum Beispiel, sagen wir mal, SEO-Experte oder sowas, das heißt, ich will dann hier SEO-Experte eingeben, könnt ihr dann hier unten auf Weiter draufklicken, könnt jetzt sagen, so, ich bin zum Beispiel Marketingberater mit 3 bis 7 Jahren Erfahrung, in meinem Fall tatsächlich so 8 bis 15 Jahren, mein Gott, ich werde immer älter, dann auf Weiter und jetzt können wir hier unsere Tätigkeitsfelder eingeben, zum Beispiel Content-Marketing, Marketing generell, SEO, Social Media und so weiter und so fort. Und dann klicken wir wieder hier auf Weiter, können zum Beispiel unseren Tagessatz festlegen, der läge jetzt vielleicht bei, sagen wir mal, 800 Euro
Und dann können wir jetzt hier auf Weiterklicken und schon haben wir unseren Account angelegt. Wir müssen jetzt noch ein paar weitere Informationen eintragen und dann können wir direkt unsere Dienstleistung auf Malt anbieten und hier das erste Geld verdienen. Genau, das war es dann tatsächlich auch schon wieder hier für diese vier Plattformen. Ich persönlich bin ein Riesenfan von allen von diesen Plattformen. Jetzt habe ich aber nochmal einen brandaktuellen Tipp für euch, nämlich es gibt noch die Plattform Naga und auf Naga könnt ihr die Trades von erfolgreichen Tradern kopieren. Und ich bin tatsächlich einer der Top-Trader hier auf dieser Plattform. 53 von euch folgen mir bereits hier auf der Plattform und was ihr machen könnt, ist folgendes: nämlich ihr könnt euch hier einen Account erstellen, das ist komplett kostenfrei. Dazu müsst ihr einfach nur hier rechts oben auf erste Schritte draufklicken. Ich habe hier meinen Link zu Naga in die Videobeschreibung reingetan. Und wenn ihr dann hier euren Account angelegt habt, das dauert auch wirklich nur ein paar Sekunden, ein paar Minuten sage ich jetzt mal, also wirklich nicht lange, dann könnt ihr direkt auf die Plattform zugreifen und könnt dann hier unter den Tradern nach Top-Tradern suchen und könnt diese kopieren. Zum Beispiel in meinem Falle könnt ihr einfach nur hier Leon Chatari in der linken oberen Ecke eingeben, also Leon Chatari zusammengeschrieben ohne Bindestrich und dann findet ihr hier meinen Account und könnt bei euch hier unten auf den Autokopieren-Button draufklicken. Der befindet sich dann ungefähr hier. In meinem Fall wird natürlich jetzt nicht angezeigt, weil ich in meinem eigenen Account eingeloggt bin, aber die meisten Leute kopieren mich hier auf der Plattform mit 100% und mindestens mit 1000 Euro. Ich darf euch diesbezüglich keine Anlageberatung geben, das ist nur das, was die meisten Leute tun. Hier auf der Plattform könnt ihr euch einfach ein passives Einkommen dadurch aufbauen, dass ihr die Trades von erfolgreichen Leuten kopiert und zum Beispiel in meinem Falle, ich trade hier wirklich rund um die Uhr und generiere für euch Gewinne, sodass ihr nonstop euch hier wirklich ein passives Einkommen aufbauen könnt. Alle paar Stunden schließe ich neue Trades, manchmal sogar alle paar Minuten und das sind immer wieder kleinere Summen für euch, mit denen ihr ja praktisch dann machen könnt, was auch immer ihr wollt. Falls ihr also auch mich kopieren wollt, meine Trades kopieren wollt und ich dadurch ein passives Einkommen aufbauen wollt, dann schaut jetzt gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort ist ein Link zu Naga und auch nochmal ein Link zur Plattform rewards.de, falls ihr also Geld mit Umfragen machen wollt. Das war's noch heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.